Was wird man nächstes Jahr oder in 5 oder in 10 Jahren über diesen Kinosommer sagen? Möglicherweise, dass es der beschissenste Kinosommer aller Zeiten war, sowohl von der Qualität als auch vom Einspiel. Ja, darüber möchte ich heute mit euch sprechen, hier in einer neuen Folge iHeartFilm. Ihr wisst, ich bin nicht der allergrößte Freund von Superlativen, so von wegen, ja, der Schlechteste, der Beste. Und eine Woche später ist es dann wieder was anderes, was krass schlecht oder krass gut ist. Aber habe jetzt echt lange darüber nachgedacht. Deswegen kamen auch 2, 3 Wochen keine iHeartFilms. Wie beschissen war eigentlich dieser Kinosommer? Und da ist mir echt aufgefallen, wie unfassbar kacke der war. Aber eben jetzt nicht nur von der Qualität her, sondern die Leute haben die Filme jetzt auch nicht belohnt dafür, dass sie beschissen waren. Und das ist natürlich jetzt irgendwie einfach zu sagen, weil ja, ich habe auch mal das Video gemacht, von wegen reicht es nicht mehr, wenn mal ein Film okay ist. Aber es gab dieses Jahr für mich nicht den Sommerfilm oder den Sommerhit, dass man jetzt sagt, okay, die anderen, die waren, da waren ein paar dabei, die waren okay, aber es gab so 1, 2, 3 wirklich krass geile Filme und die gab es einfach nicht. Das ist total abgefahren. Ich meine, ihr könnt jetzt selber mal nachdenken und schon mal was so in die Tasten hauen, aber seid vorsichtig, dass ich nicht gleich noch ein paar von denen, die ihr jetzt gerade schon in die Tasten haut, noch sage, dass die ja jetzt nicht so heftig gut waren. Und es gab aber dieses Jahr auch keine so originären Filme, so, man hat nichts gewagt. Es gab jetzt keinen Lone Ranger, okay, hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Jupiter Ascending war ja auch eher so ein Frühjahresfilm, aber war eben auch mal was Neues. War jetzt auch eher schwach. John Carter, ich weiß, das sind jetzt nicht die Beispiele, bei denen man jetzt sagt, okay, das waren jetzt die allerbesten Filme, aber man hat wenigstens irgendwas gewagt. Man brauchte nicht die sogenannte Pre-Awareness, also dass Leute schon bevor überhaupt etwas in die Kinos kommen, nur zu hören, dieser Filmtitel oder das basiert auf irgendetwas, also dass irgendwie schon eine Bekanntheit da ist. Nein, es ist immer dann ein Stoff, der gefühlt komplett neu ist. Das gab es dieses Jahr auch überhaupt nicht. Und dann schaut man sich so an, was denn dieses Jahr erfolgreich war. Es sind 4 Disney-Filme. Letztes Jahr war so das Jahr von Universal. Dieses Jahr ist es Disney-Jahr. Da haben wir Zoomania, klar, super Film. Ja, lief aber im März. Dann Jungle Book, ja, der war doch auch toll. Ja, lief aber im April, genauso wie Civil War, der so ein bisschen so die Sommersaison eingeleitet hat. Aber für mich streng genommen ist der Sommer Mai, Juni, Juli, August. So, und da will ich irgendwie ein paar geile, fette Filme sehen. Einzig findet Dory, der verrückterweise bei uns in Deutschland kein Sommerfilm ist, sondern ein Herbstfilm, hat an der Kinokasse dann komplett überzeugen können. Und da sind wir jetzt aber auch schon direkt an der nächsten Problematik. Ab wann zählt denn ein Film jetzt eigentlich als großer Erfolg? Man braucht halt eben so das Dreifache von dem angegebenen Budget. Die Hälfte bleibt bei den Kinos, dann eben auch im Marketing und man will eben Gewinn machen. Und Batman wie Superman gilt ja nicht als Hit, obwohl er über 800 Millionen eingespielt hat, brauchte eben die Milliarde, war aber qualitativ gesehen ja quasi so schon so der Vorbote von diesem Sommer, war eben kein geiler Film. Ich weiß, dass so ein paar den dann doch irgendwie ganz in Ordnung fanden, aber so das Konsens ist, es war ein Scheißfilm. Und wenn man sich dann anschaut, was denn diesen Sommer kam, und das waren fast nur Remakes. Und das ist ja das Absurde, dass man merkt, so, ja, Hollywood fällt ja nichts mehr ein, die wollen auf Nummer sicher gehen. Und gerade dieses Jahr war die Nummer sicher, einmal auf der qualitativen Seite, eben überhaupt nicht sicher. Ich meine, schaut euch doch mal an, was kam, so Bad Neighbors, fand ich auch jetzt nicht so geil, den zweiten Teil. Alice im Wunderland, furchtbar, der zweite Teil. Die unfassbaren 2, es gab wieder einen Bourne-Film. Es gab so viele verschiedene Filme, die dann zwar okay waren, aber jetzt nichts gerissen haben. Und in dem Moment, wenn die Leute sagen, okay, wir wollen auf Nummer sicher gehen und das Publikum aber gar nicht mehr diese Nummer sicher will, würde man doch denken, da müsste jetzt so ein kleiner Wandel stattfinden. Vielleicht ist es so diese Blockbuster-Implosion, dass man jetzt selber feststellt, okay, wir müssen uns mal wieder was einfallen lassen. Denn es funktioniert, mal was zu wagen oder was Kleineres, Dreckiges zu machen, was jetzt eben noch nie irgendwo schon mal war. Das sieht man gerade dieses Jahr im Horrorgenre. Wenn man sich mal überlegt, so Conjuring 2 war auf jeden Fall ein sehr guter Film. Lights Out, Don't Breathe, die haben alle nicht wirklich was gekostet, haben aber das 10-fache, 15-fache teilweise ihres Budgets wieder eingespielt. Und die waren eben auch qualitativ sehr, sehr hochwertig. Natürlich ist das eine schmalere Zielgruppe, weil ein Horrorfilm ist jetzt eben nicht das Familienerlebnis, wo dann Sonntag um 15 Uhr alle im Kino hocken, aber das hat funktioniert. Und das waren eben Originalfilme und kleine Filme. Genauso in Deutschland, wenn man sich jetzt mal Toni Erdmann anschaut, ein kleiner Film. Ja, natürlich auch so ein bisschen Artifati.
Aber der Mut wurde belohnt. Der hat jetzt schon über 600.000 Besucher gemacht und ist jetzt nicht weit von einem X-Men entfernt, der jetzt auch nicht so bombig war. Oder von einem Bad Neighbors 2, den hatte ich auch schon. Warcraft lief auch in Deutschland. Ja, so 1,2 Millionen Zuschauer in den USA komplett durchgerasselt, weil keiner dieser Filme irgendwie auch den Sommer geprägt hat. Und es gibt ganz, ganz viele Filme, die den Sommer geprägt haben. Wenn man so 99 reinschaut, sieht man so, oh ja, krass, das war Notting Hill lief da krass. Vor 2 Jahren hatten wir in Guardians of the Galaxy. Ob man den jetzt geil findet oder nicht, aber das war so ein Film, der stand für den Sommer und das fehlt mir dieses Jahr völlig. Und da ist jetzt auch die Frage, in welche Richtung geht denn das jetzt? Wenn man sich den Disney-Chef anschaut, Bob Iger, der jetzt schon zu Rogue One sagt, so ja, ich habe den gesehen, ich fand den auch irgendwie ganz geil, aber nö, wir erwarten da jetzt nicht das Erwachen der Macht. Also der wird auf jeden Fall weitaus weniger einspielen. Ist auch die Frage, wenn er sagt, ihm gefällt der Film, ist das jetzt nicht wichtiger? Und so, was sagt das über Disney aus? So 2 Milliarden hat Star Wars Erwachen der Macht gemacht. Sind jetzt 1,5 Milliarden, rechnet er mit 1,5 Milliarden, rechnet er mit 1,2 Milliarden, ist es gerade so tief stapeln, weil man merkt, okay, dieses Jahr hat nicht alles funktioniert. Ich weiß es nicht, aber für mich ist halt wirklich zu sehen, ne, dass die Filme nicht wirklich funktioniert haben und dass das Publikum auch genau so gezeigt hat, was man auch an den Einbruchzahlen bei Suicide Squad sieht. Ja, genau, noch so ein Film, alle drauf gefreut und dann, oh. Startwochenende fett, dann haben die Leute den Film gesehen und hey, in Zeiten von Social Media brauchst du kein Kack-Embargo, dass du erst 2 Tage vorher berichten darfst. Die Leute waren Donnerstag, Freitag im Kino und da gingen schon die Zahlen derbst nach unten, weil alle gepostet haben, was für ein Müll. Und vielleicht sollte man sich da auch mal wieder dran orientieren oder wissen, dass die Leute sehr, sehr schnell in der Lage sind, mitzubekommen, wenn ein Film scheiße ist. So, da braucht ihr auch nicht irgendwie Millionen verballern für Marketingkampagnen. Macht einfach einen guten Film. Und dann werden die Filme auch schon wieder erfolgreich sein. Und da stehen wir wieder bei dieser klassischen Frage, da haben wir schon mal drüber gesprochen, in einem iHeart-Film. Sind Remakes wirklich immer nur so Geschichten, dass es heißt, es ist ja gar nicht kreativ oder zweite, dritte, vierte Teile? Hätte es gereicht, wenn die Filme gut gewesen wären? Ist das jetzt vielleicht die andere Theorie? Wir brauchen diese Pre-Awareness und einen guten Film, dann läuft es. Bin mal gespannt, worauf das jetzt alles hinauslaufen wird. Ist auf jeden Fall ein komplexes Thema. Wie seht ihr das? Lasst darüber ein bisschen diskutieren. Wie fandet ihr den Kinosommer? Sagt ihr, Dominik, du bist einfach nur die allerletzte Meckerziege, war voll geil? Oder wurde wieder so ein bisschen was zum Nachdenken angeregt? Ballert es alles in die Kommentare. Ihr wisst, da können wir immer sehr, sehr fleißig kommentieren. Ja, und im besten Fall schaut ihr euch noch die letzte Folge iHeartFilm an. Oder wenn ihr ganz viel Liebe sehen wollt, dann das Pixar Special. Das ist so schön geworden. Kommt auch bald noch ein zweiter Teil. Schaut da auf jeden Fall rein und dann sehen wir uns im besten Fall hier wieder in der Film Lounge. Macht es gut und adieu.